So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play OpenTTD. Mein Name ist Karo7 und wir machen diesmal nicht exakt da weiter, wo wir aufgehört haben, denn ich habe mal gesucht und das hier ist eine Ölquelle. Und diese Ölquelle ist die, die am nächsten an unserem System dran ist. Deswegen werden wir diese hier jetzt noch anbinden. Die anderen sind nämlich alle irgendwie über die halbe Map verstreut. Ich meine, irgendwie eine ist hier unten. Also die sind wirklich weit weg. Da ist auch einer, genau da. Da. Es ist grauenhaft. So, die produziert 18.000 Liter Öl im Monat. Wie viel Tausend passen denn in einen so einen Wagen? 30.000. Das heißt, im Endeffekt bräuchte ich eigentlich nur einen einzigen Waggon am Zug, der das rüberbringt. Wir machen einfach mal zwei Gleise, 5er Länge, Standard alles. Und dann noch die Prellbrücke dran. Fertig. Das reicht. So, und jetzt heißt es eine lange, lange Strecke überbrücken. Gehen wir mich jetzt in die Richtung und binden das Ganze hier an dem Holz. Bahnhofsdingsbums da hinten an. Aber hier Großprojekt, weil ich finde es schade, dass wir überhaupt keine Ölquellen auf dem Inland haben, die dann angebunden wären. Und das fände ich echt doof, wenn wir das so durchziehen würden. Weil das habe ich in meinem besagten großen Speicherstand gemacht. Und deswegen, ich kenne das halt schon und da brauche ich da nicht nochmal, weißt du? Verstehst du das? Da brauche ich nicht nochmal, ey. Nee, ich sollte aufhören so zu reden. Das gibt ein völlig falsches Bild von mir ab. So, dann geht's hier weiter. Strecke bauen. Es ist einfach jetzt eine extrem lange geradlinige Strecke. Da werden auch hunderte Signale draufstehen. Aber da ist unsere Strecke. Und sie ist noch nicht elektrifiziert hier auf diesem Teilstück. Das sollten wir jetzt mal ändern. Dann machen wir das hier mal alles schön dann elektrifiziert. So, hier auch schön elektrifizieren. Das Bescheuerte ist, dass ich hier das jetzt alles einfach so elektrifiziere, ohne groß zu gucken, was wir davon auch brauchen. Also im Endeffekt, ich elektrifiziere eigentlich nur das, was wirklich vonnöten ist. Und das kann ein Vorteil sein, das kann aber auch später ein riesen Nachteil werden. So. Aber das ist mir jetzt Latte. Aber ich will das so. Jo. Das ist nämlich das. Und diesen hier. Und dann gibt es hier eine Überführung. Und diesen. Und vor allen Dingen auch diesen. Und auch noch zusätzlich diesen. Genau. Alles hier macht. Alles hier diest. Und jetzt sehe ich auch noch gerade. Jetzt wird es bescheuert, denn das deelektrifiziere ich jetzt wieder. Es ist irgendwie so ein Tick. Was ich nicht brauche, das mache ich auch weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Upp. So.
So, dann haben wir hier das. 2, 3, 4, 5, 6. Zack. Und ja, das passt soweit. So, dann machen wir uns hier mal ein hübsches Depot hin. Machen da das Signal hin. Und das ist natürlich jetzt nicht mal elektrifiziert. Das ist natürlich jetzt blöd. Das sollte ich schleunigstens hier abändern. Genau so. Und dann brauche ich einen Zug. Und zwar nehmen wir BR150 wieder, die gute. Holen uns Kesselwagen auf das hier. Öl. Und dann fährst du hier hin. Fährst hier diese riesen ellenlange Weg entlang. Und weiter und weiter und weiter und fährst zum Wegpunkt IK11. Vom IK11 aus fährst du nach hier und von da aus fährst du dann zum IK13 und fährst den ganzen Weg zurück. So, und hier lade, wenn verfügbar. Beziehungsweise. Ne, ich brauche keinen Timetable, ich brauche einfach nur Möglichkeit. Laden einer, vollladen, lade, wenn verfügbar, machen wir hier. Machen wir alles entladen, nicht beladen und hier machen wir nicht entladen, aber laden. Und davon hätte ich gerne zwei. So, dann hoffen wir, dass diese Ölquelle auch direkt angezapft wird. So. So, das hat ganz hart uns jetzt mal eben schlappe 6 Millionen gekostet, die Strecke plus Züge. Aber Schnäppchen, ne? So, jetzt schicken wir den aber nochmal hier hin. Der soll ich 4000 Liter einladen. Hat da 1% geladen, sagenhaft. Und damit sollte die Produktion, also damit sollte der zumindest hier irgendwie einen Teil loswerden. Wäre ja eigentlich ganz schön. Aber diese inländischen Ölquellen, die sind irgendwie alle scheiße. Wenn ich hier so gucke, was der jetzt produziert, 50.000. Der hier, 99.000. 189.000. Ich würde sagen, wir setzen hier noch zusätzlich einen Transitbahnhof auf. Und zwar einen Öltransitbahnhof. Hier bietet sich nicht an, aber wenn ich den nach hier hinten verlängere, also hier einen Transitbahnhof einrichte, Bahnhöfe, Öl, zwei Gleise, 7er Länge, zwar da so, und wir das Ganze dann mit einem Dock verbinden. Und zwar mit dem hier. Und uns hier eine kleine Schiffswerft hinsetzen. Und dann anfangen, Öltanker zu bauen. Diesen besseren hier, der 40 Stundenkilometer fährt. Und den vor allen Dingen nach da. Nach hier. Was ist das Ding? Hallo? Genau. Nach da fahren lässt. Und hier voll läden lässt.
Und hier umladen. Nicht beladen, genau. Und davon gibt es jetzt eine zweite. Ihr fährt zu dieser coolen Ölplattform. Genau. Und dann gibt es noch eine. Der fährt jetzt zu dieser Plattform. Ist das Ding weg? Dann gibt es noch eine. Der fährt zu dieser Plattform. Dann habe ich hier vier Plattformen dran angebunden, die werden dermaßen viel Öl abwerfen, dass das nicht mehr feierlich ist. So. Und hier. Lassen wir einfach in diese Richtung so ein bisschen durchrauschen. Und ja, muss ich jetzt wohl oder übel hier das weiterziehen. An Choboro Bay. So, und dann haben wir hier Kurve, daneben nächste Kurve und jawohl, sehr schön. So könnte das dann auch funktionieren. Nein, so nicht, aber so. Und hier so. Und dann machen wir hier dieses weg. Und schicken die beiden einfach mal hier durch. Das heißt, er nach Choboro Bay fährt er nach hier, lädt da voll. Und Choboro Bay kommt weg. So, aber dann setzen wir hier erstmal Signale. Und zwar setzen wir auf 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Und dann haben wir das und machen hier noch die Prellböcke dran und fertig ist der Schuh. So, das ist ein alter stillgelegter Bahnhof jetzt quasi. Und hier wird die nächste Ölbohrplattform gebaut. Aber sollten die einmal alle auf die Idee kommen, hier abzuliefern an der an dem Bahnhof, das kann ich ja mal eben triggern. Überspringen, du hier auch, mal kurz überspringen und du hier springt auch nochmal. Wir fahren jetzt nämlich alle dahin, liefern den ganzen Scheiß, den die jetzt haben, da ab. Das ist das Coole an Transitbahnhöfen. Zack, 3000 umgeladen. Dann sind wir schon mal 199.000 Liter Öl. Und da geht was, ne? Und ja. Ja. Und nochmal. 336.000 Liter Öl.
Ja, der darf halt nur 80 fahren, weil die Ölwagen nur 80 fahren können. Ist eigentlich schade, dass das so ist. Swan Beach Waldrand. 413.000 Liter Öl. Bringt das mal rüber. Jetzt kommt hier so ein Zug an. Er kann wie viel? 390.000, der ist sofort voll. So, und das Ding wird jetzt richtig Profit erwirtschaften. Aber so richtig Profit erwirtschaften. So, wir sind jetzt schon wieder über 400.000 Liter Öl für den zweiten Zug, der irgendwann mal hier ankommt. Im Endeffekt darf dieser Bahnhof jetzt schon auf mehr Gleise ausgebaut werden. Das können wir eigentlich direkt machen. Machen wir direkt vier sechsgleisig. Zack, zack und zack. Und so. Und dann brauche ich nur noch ein paar Prellböcke. Und dann können wir dem Ganzen nämlich einfach mehr Züge auch zuweisen. Wo kommen die her? Die kommen alle von hier, ne? Vier, fünf, sechs. Zack. Sechs Züge sind mir jetzt zugewiesen, so wie ich das gerne hätte. Ne? Wir fahren hier jetzt sechs Züge hin, die dann Öl abtransportieren, weil das sind jetzt 438.000 Liter Öl, die einfach da rumliegen. Und wenn nämlich alle Schiffe auf einmal voll zurückkommen, dann Prost Mahlzeit. Boah. So. Fliegen wir den dahin. In den nächsten noch nach Denbot Ölfeld auch noch. Na da. Und das kommt weg. So, und jetzt kommt eine kleine Sache, die ich gerne bei mir mache. Weil das wird nachher totales Chaos. Und zwar stelle ich hier Schilder hin, wo ein X drauf ist. Das hat folgenden Hintergrund. Ich weiß jetzt, okay, die habe ich schon abgearbeitet. Weil hier werden nachher so dermaßen viele noch auftauchen an Ölquellen. Es ist besser, die im Vorfeld zu markieren. Zu wissen, okay, da habe ich auf jeden Fall schon was hingeschickt. So. Und zwar versorgen wir die natürlich momentan nur mit Ölabtransport. Mit allem anderen versorge ich die noch gar nicht. Das ist ja noch wesentlich mehr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schiffe müssten dem zugeordnet sein. Ja, alles klar. Das ist doch schön. Das sieht doch richtig cool aus, glaube ich.
So, da kommen unsere 9 Ölzüge. Sind ja auch nur 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Sind sogar 5, weil der letzte Zug hinzukommt. Und damit sind wir nämlich alle 6 gerade quasi hier. Weil der eine ist nämlich auch irgendwo hier. Da. Die fahren einfach nur unsagbar langsam. Ja. Ist auch schon mal ganz cool. Vor allen Dingen haben wir hier jetzt mal so ein bisschen Transit geschaffen. Und da kommt ein volles Schiff zurück. Mit 350.000 Litern. Alter Schwede. Ihr von dem hier. 350.000 Liter. Ja. Sieht gut aus, ne? Naja, aber ansonsten würde ich dann jetzt sagen, das war's wieder einmal für diese Episode. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich bin's für mich auf jeden Fall. So, jetzt einfach so wieder. Bis dahin. Euer Karo7.